Moin, da stehe ich wieder am Lohmühlenteich in Hohenlockstedt. Heute geht es auf den dritten Abschnitt des Ochsenwegs. Über Hohenwegstedt, Jedenstedt nach Rendsburg. Bei bestem Wetter heute, strahlender Sonnenschein, das macht Spaß heute. Ja, auf dem Weg liegt vielleicht nicht so viele die großen Highlights wie beim letzten Mal, eher mehr Landschaften. Aber trotzdem wird bestimmt schöne Bilder geben. Also dann viel Spaß beim Anschauen. Gleich das erste Schild ist ein bisschen unstimmig, aber ich folge meinem GPS-Track nach Peißen. Es ist aber irgendwie noch kälter. Die Finger sind schon ganz schön kalt, trotz Handschuhe. Knappe 50 Kilometer noch bis Rendsburg. Aber das erste Stück war echt schon toll. Gut geführt. Jetzt wieder durch den Wald. Echt klasse, gefällt mir. Schöner Weg. Statt auf der B77 immer zu fahren, das ist ja eigentlich die Originalroute vom Ochsenweg. Aber das wäre ja langweilig, immer nur 40 Kilometer jetzt geradeaus bis nach Rendsburg. Stattdessen doch lieber sowas hier. Auch wenn das ein bisschen ruckelig ist teilweise. So ordentlich was besser.
die ersten 10 Kilometer sind schon wieder rum. Und bis jetzt eigentlich nur auf Nebenwegen. Da kann man echt nicht meckern. Schönes Bauernhaus. Und da geht der Weg weiter. Hier bin ich mal an meinem schönen Rastplatz. Bis jetzt gab es noch nicht so viele auf dem ganzen Weg. Dafür ist der ja natürlich ganz in Ordnung. Zwar schon in die Jahre gekommen, aber es gibt sogar einen Grill, eine Feuerstelle und einigermaßen Aussicht. Oh, noch 40 Kilometer bis Rendsburg. 14 Kilometer gefahren und das geht immer so weiter. Immer weiter durch über so eine Wirtschaftswege. Das passt. Zwar ist das nicht immer ganz in Ordnung, aber da wollen wir mal nicht meckern. Ein Glück, das geht wieder weg von der B77. Auch wenn heute nicht so viel los ist, schön ist es ja nicht. Dafür geht es kräftig bergan. Steht. Und natürlich ist das oben auf dem Hügel drauf.
fast null. Ging es jetzt auf 60 Meter. Für Schleswig-Holstein ist das schon ein ganz schöner Berg. Aber irgendwann geht es auch mal wieder bergab. Schleswig-Holsteinische Verhältnisse, ein schöner Blick hier. Sehr schön. Noch 23 Kilometer bis Rendsburg. Dann mache ich gleich noch mal eine Pause. Mal sehen, ob gleich was kommt, eine Bank oder sowas. Jetzt bin ich schon 3 Kilometer weiter und bis jetzt noch nichts an Bank oder ähnlichem. Das ist echt rar gesät auf diesem Weg. Und schöne Rastplätze. Das fehlt ein bisschen. Da muss ich wohl mit dem Buswartehäuschen vorlieb nehmen.
Ja, hätten wir ein besseres Pausenplätzchen vorstellen können. Aber was soll man machen, dann nimmt man was kommt. Aber es war ja schön windgeschützt. Nachdem die Sonne jetzt weg ist, ist es doch ganz schön frisch geworden. Zwei Kilometer weiter, da wäre ein einsamer Rastplatz gewesen. Ach, nochmal was in eigener Sache. Warum mache ich diese Tour überhaupt? Vor allen Dingen jetzt im Winter. Ja, im Winter muss man sich da was vornehmen. Dann geht ja nämlich das Winter schnell vorbei. Die Wege sind ja auch immer wieder frei. Man sieht es ja heute. Wenn es vereist ist oder auch nicht schneeig, denn oder stürmisch oder regnerisch, dann fahre ich natürlich nicht. Da habe ich nicht viel Lust zu. Aber bei Sonnenwetter wie heute, da geht doch alles. Meine Saison geht ja sowieso von Januar bis Oktober, dann mache ich mal 2 Monate nicht mehr so viel und ab März steige ich dann auch mit dem aufs Rennrad. Da ist Sonnenweg ja auch nichts Besonderes, nicht besonders geeignet. Was ich alles schon für Touren gemacht habe, wird man ja auch noch mal sehen, wenn die alten Videos noch mal kommen. Da muss ich auch noch mal wieder welche von reinstreuen. Die sind zwar nur vom Länge gefilmt, aber egal, als Erinnerung ist das immer schön. Ist ja auch mal wieder ein Grund, alles wieder erneut abzufahren. Hier in Polhorn trifft die Ostroute auch wieder auf die Westroute. Durch jedem steht, ist Rendsburg auch bald in 9 Kilometern. Oh, Rendsburg ist nicht mehr weit. Wenn wir eins haben in Schleswig-Holstein, dann ist das Sand. Das gehört schon quasi zu Rendsburg.
Jetzt stehe ich hier am Nordostseekanal bei Rendsburg, den Endpunkt des heutigen Tages. Das war ja ein guter Tag heute. Das Wetter hat mitgespielt. Die Wegführung war ja auch voll in Ordnung. Immer fast nur auf Nebenwegen. Ich hoffe, es hat gefallen. Jetzt muss ich nur noch über den Kanal rüber, weil da drüben steht ja meine Yacht. Zum Auto. Wie ich darüber komme, werdet ihr gleich noch sehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.